Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Montag, 14. November. Wir wollen auf den Goldpreis schauen, der letzte Woche Freitag schon sichtlich in die Knie geriet. Wir hatten auch dazu einen Post auf dem Stream zum Nachmittag veröffentlicht und ja, eine leichte Gegenreaktion sahen wir nicht mehr, wie wir hier anhand des Live-Charts sehen. Der Goldbarren ist heute vielmehr wieder im Taumel, wieder im Rückwärtszug und auch in Richtung 1210 unterwegs, beziehungsweise hier das Level um 1200 dürfte prinzipiell in den nächsten Tagen sehr, sehr interessant werden. Wir hatten vorhin einen Check, beziehungsweise einen Rainbow Trade vorgestellt zu Gold, den Sie auf der JFD Research Seite sehen konnten, beziehungsweise in meinem eigenen Desk oder auf meinem eigenen Desk. Und ja, letztlich einen guten Einstieg gefunden im 30-Minuten-Chart. Letztlich kam es dann nicht zu dem erhofften Ziel. Hier unten war eigentlich der Take-Profit im Sinne einer ähnlichen Abverkaufswelle wie vom vergangenen Freitag. Hier praktisch nach unten hin was mitzunehmen. Schlussendlich hat man gesehen, hier diese Asia-Range, 8,55 Dollar, sozusagen das Maß der Dinge. Und grundsätzlich gab es jetzt hier, Moment, nicht 8,55 Dollar, müssen wir gleich mal ein bisschen updaten. Asia-Range ist natürlich ja schon ein bisschen größer, 18,55 Dollar sind das. Da hat sich die 1 hier versteckt. Letztlich aber hier die Asia-Range, die Tendenz eben, dass wir hier nach unten ausbrechen könnten. Und man hat gesehen, der Preis hat sich so ein bisschen schwer getan, hier eben nach unten durchzubrechen. Und schlussendlich tätigte ich dann auch aufgrund der Zeit den manuellen Exit. Und ja klar, es hätte direkt weiter runterfallen können, aber es tat es nicht. Vielmehr ging es jetzt nach oben und der Stop war ohnehin schon auf Break-Even abgesichert. Es wäre dann praktisch wahrscheinlich ein Plus-Minus-Null-Trade geworden, aber aufgrund dessen, dass der Verkaufsdruck ausblieb, hier nach unten hin sozusagen eine manuelle Schließung der Order und ja, grundsätzlich eigentlich nicht genau das erfüllt, was der Goldpreis tun sollte, aber dennoch. Die Erwartung ging grundsätzlich auf. Nichtsdestotrotz hege ich für die kommenden Tage durchaus weitere Tiefs, die, wenn es denn dazu kommen soll, dass der Goldpreis hier ein Stück weit nach oben laufen sollte, durchaus eben hier günstigere Short-Einstiege noch bieten könnten. Sie haben gerade gesehen, der Rainbow ist definitiv negativ aufgefächert aufgrund der starken Schwäche der Vorwoche. Und es deutet sich eben durchaus auch hier ein Lauf in Richtung der Tiefs hier von Ende Mai, Anfang Juni an. Also das Niveau um 1200 scheint mir doch schon erreichbar. Und im Prinzip die Range, die sozusagen hier ausgeworfen wird beim Goldpreis, ist im Schnitt so um die 20 Dollar zu sehen. Das heißt, vom aktuellen Niveau aus, wenn wir morgen die Range abarbeiten, ist die 1200 auch bereits schon möglich. Aber kurzfristige Erholungsimpulse laden dann natürlich auf höherem Level zu einem möglichen Short ein. Gut. Schauen wir jetzt mal auf den S&P 500, der hier noch kein Allzeithoch gemacht hat, entgegen andere Indizes, die das bei Weitem schon taten. Der S&P 500 ist aber ja als Leitindex bekannt, als, ja, ich will sagen, maßgeblicher Trigger, auch von der Berechnung und Zusammensetzung her ein Stück weit anders eben als zum Beispiel der Dow Jones mit seinem eigenwilligen Konstrukt. Letztlich eine jüngste Analyse zum S&P sah schon voraus, dass wir durchaus nach oben streben könnten. Hier dieses Widerstandslevel wurde ja im Sinne des Brexit, was sage ich, des US-Wahlevents sozusagen wieder nach oben ausgehebelt. Aber Sie haben ja gesehen, insbesondere hier die Indikation von uns, von JFD, die hier 24 Stunden lief, was hier da passiert ist. Das war ein Intraday-Reversal, wie man es wirklich alle Jahrzehnte vielleicht mal sieht. Auf jeden Fall eine Monsterbewegung von den Tiefs wieder nach oben gelaufen. Schlussendlich muss man sagen, der Markt hat es mit Nüchternen aufgenommen. Den Sieg von Trump und ja, alle möglichen Perspektiven werden jetzt hier sozusagen ausgelotet. Grundsätzlich kann man sagen, hier dieses Support-Level hat gehalten. 2120 ist eine Zone, die muss man im Fokus halten. Klar, es gab hier einen Dip nach unten, auch mit dieser Wahl-Explosion oder Implosion nach unten und dann wieder Explosion nach oben. Sicherlich eine gewisse Aufweichung dieses Levels. Doch eine Etage höher haben wir hier bei 1250 auch die nächste Unterstützung, die jetzt im Idealfall nicht mehr unterschritten werden sollte. So, dann hätte der Index gute Chancen, hier die Höchststände zu attackieren, hier insbesondere das runde Level von 2200 Punkten anzusteuern. Und Sie wissen es ja, die Saisonalität, meine lieben Zuschauer, die ist natürlich jetzt im Sinne der Indizes gegeben. Der Jahresausklang schon seit vielen, vielen Jahrzehnten eine bullische Geschichte. Und Sie sehen jetzt hier, dass wir vom November, und wir gehen jetzt mal 40 Tage voraus, rein saisonal betrachtet beim S&P-Index hier
einen sehr, sehr bullischen Rückenwind haben, der hier nahezu schnurstracks nach oben zeigt. Das heißt natürlich nicht, dass es jedes Jahr so kommen muss, aber saisonal im großen Mittel, im Schnitt ist es eben so. Und wir können uns auch hier mal den E-Mini 500, den S&P 500 Future anschauen, wie der sich so geschlagen hat im saisonalen Kontext. Und da sehen Sie natürlich auch, dass es hier tendenziell sehr, sehr starken Rückenwind auf der Oberseite gibt. Und das beflügelt eigentlich den Index, sofern wir hier kurzfristig 2150 halten können. Ja, Rücksätze hier wären unter Umständen als Entry-Chancen zu sehen. Das könnte hier, wie gesagt, dazu dienen, dass man hier günstig reinkommt, um sozusagen an einer Jahresabschlussrallye zu partizipieren und insbesondere 2200 Punkte anzusteuern als Round Number. Das bleibt eine Zielmarke, kurzfristig durchaus erreichbar in meinen Augen. Rücksetzer könnten hier sozusagen als Einstiegsgelegenheiten angesehen werden. So dann, liebe Zuschauer, das wäre es für den heutigen View gewesen auf den S&P 500 und auf den Goldpreis. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, bleiben Sie auf dem Desktop, schauen Sie sich um und handeln Sie vor allen Dingen fair und transparent mit dem richtigen Broker. In dem Zusammenhang, schönen Abend an alle, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.